Hey Leute und herzlich willkommen zu Part 6 unserer F1 23 My Team Karriere hier auf meinem Kanal zum großen Preis von Miami. Falls ihr den letzten Part verpasst habt, schaut da gerne nochmal rein. Ja, sind in Aserbaidschan gefahren, in Baku, um genau zu sein, und bis zu einem bestimmten Punkt war es ein gutes Rennen. Ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, schaut da wie gesagt nochmal rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Haben auf alle Fälle gezeigt, dass wir Performance hatten, was sich leider am Ende aber nicht in Punkte ummünzen konnte. Genau. Und jetzt geht's also nach Miami. Ja, tendenziell eher eine meiner schlechteren Strecken. Mal schauen, was da geht. Wir werden sehen. Aber erstmal, jetzt, ja, jeder, der jetzt noch nicht umgeschaltet hat, ist selbst schuld. Jetzt sind die Spoiler zu Ende. Wir hatten ja beim letzten Mal, ja, unser Motorschaden an der MGUH. Dementsprechend müssen wir hier jetzt natürlich definitiv mal eine neue einsetzen. Turbocharger hat auch schon 52%. Die Frage, ob wir nicht vielleicht da sogar auch schon mal in Richtung des zweiten Parts gehen. Na, wir lassen den nochmal drin für dieses Rennen, aber dann danach wechseln wir den auf alle Fälle. Genau, wir sind aktuell vom der Entwicklung her das fünftstärkste Team tatsächlich auf dem Grid. Dementsprechend haben wir eigentlich auch so ein bisschen Verpflichtung, immer mal wieder Punkte jetzt zu holen. Weiß nicht, hier würde ich fast warten, dass wir das neue Engine-Update machen können bei der Entwicklung. Ich weiß nicht, oder. Also ne, das können wir gerade eh nicht machen mit der Reifenabnutzung. Dann würde ich warten, bis wir nochmal am Motor das eine Update da machen können. Aktivitäten können wir nicht so viel machen, da es nur eine Woche bis zum Miami Grand Prix ist. Boah, Frage, was wir in der Zeit kurz machen. Jetzt hast du gesagt, dass wir einfach hier einmal kurz für Enzo noch mal was machen. Wir haben immerhin 320 Entwicklungspunkte wegen dem Motorschaden bekommen. Immerhin. Man muss mit dem leben, was man kriegt. Hier haben wir noch längst nicht Anerkennung, um das zweite Level zu machen. Ja, also ist alles ein bisschen schwierig aktuell, aber dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal vorwärts. Wir haben soweit alles Nötige gemacht. Ja, und dann mache ich erstmal schnell hier die Pirelli Hotlap mal wieder und das Training, und dann sehen wir uns gleich. Ja, da sind wir also Ende des Tages wieder angekommen. Hat an Entwicklungspunkten und an Boostern bekommen. Ja, und jetzt die spannende Sache für den Grand Prix ist, ihr seht es schon, es soll tatsächlich regnen, deswegen gerade eben auch erst ein Regensetup. Ja, ob das die Sache so viel einfacher für mich macht, ist eine gute Frage. Ich tendiere eher zu nein, aber ja, muss man jetzt mit eben das Upgrade hier auch noch nicht, weil wir keine Kapazität dabei haben. Irgendwie ist das alles ein bisschen dösig, dann würde ich sagen, machen wir einfach nochmal Aerodynamik-Upgrade. Das kommt, wenn es dann durchkommt, vor Monaco rein, da ist, glaube ich, immer nicht ganz der falsche Ansatz. Aber ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ins trockene, noch trockene Qualifying rein, aber dann müssen wir natürlich auch schon so mit Regen-Setup-mäßig fahren, damit wir dann gut durchs Rennen kommen. Wird auf alle Fälle spannend. Dann würde ich sagen, gehen wir da gleich mal rein. Ja, da sehen wir die Strecke von Miami, und ich kann schon mal so viel voraus verraten. Dieses gerade angesprochene Regen-Setup wird uns viel Ärger verursachen. Ich habe erstmal das von F1-22 kopiert, das ich hatte. Und man sieht hier der erste Sektor, also eine völlige Katastrophe, wie wir hier rein spawnen. Ich komme gar nicht um die Kurven. Und das Problem ist, dadurch, dass Park Fermé ja da ist, dass ich ja kaum noch
dieses Setup verändern kann und dadurch jetzt natürlich hier große Probleme habe. Das hier ist schon der zweite Run, den ersten habe ich gleich abgebrochen. Wir kommen hier im ersten Sektor einfach nicht um die Kurve. Ja, dementsprechend ist diese Runde natürlich ein kompletter Reinfall ins Quadrat. Wir kommen wirklich gar nicht hier rein. Ja, das wird mit Abstand die letzte Position sein, die werden wir auch nicht verbessern können. Ja, kein Plan, sind auf alle Fälle gleich mal als 22er raus. Ich hoffe, dass sich dieses Setup fürs Rennen irgendwie ansatzweise verbessert und wir im Rennen aufräumen können. Aber ihr seht, 4,8 Sekunden langsamer als Leclerc auf dem ersten Platz. Das sagt, glaube ich, ja, alles. Und irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass das Setup fürs Rennen wirklich besser wäre. Das Problem ist ja, dass hier in diesem Spiel irgendwie bei den bei den schnellen Runden, die man selbst fahren kann, dass es keinen Regen mehr gibt, wo man irgendwelche Setups kopieren kann. Deswegen habe ich halt das von F1-22 genommen, aber irgendwie haut das wirklich gar nicht mehr mit dem hin, was jetzt dieses Jahr ist. Dadurch, dass wir ganz hinten starten, dachte ich, dass wir uns dann auch einfach gleich neue Teile den holen, weil es ja eh egal, wenn wir jetzt Strafe haben mäßig, weil der eh von hinten starten. Aber dieses Setup, keine Katastrophe. Ich denke mal, im Rennen wäre das auch nicht viel besser, dass wir jetzt einfach mal reingehen und bauen. Die Formel 1 wird in Nordamerika immer populärer. Das zeigt das heutige Rennen ganz deutlich. Es ist eines von drei Rennen in den USA. Es ist Zeit für den Grand Prix von Miami. Nun, die Sonne lacht heute definitiv nicht hier im Sunshine State. Eine Runde des Grand Prix von Miami erstreckt sich über 19 Kurven auf 5,41 Kilometern um das Hard Rock Stadium. Diese Bedingungen dürften unseren Fahrern heute ganz und gar nicht gefallen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Sainz, Perez, Hamilton, Russell, Fernando Alonso, Norris, Bottas, Ocon, Stroll, Albon, Tsunoda, Oscar Piastri, Joe, Fittipaldi, Gasly, Sargent, De Vries, Magnussen, Hülkenberg und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Heute wird es für die Fahrer nicht ganz reibungslos ablaufen, doch wenn ich mir das Wetter so ansehe, dann könnte, wie geschmiert, ganz gut hinkommen. Stefan Römer, schön, dass du wieder dabei bist. Was denkst du? Es ist doch etwas feucht, meinst du nicht? Als Fahrer gibt es drei Dinge, um die man sich bei solchen Bedingungen Sorgen macht. Pfützen auf der Strecke, Reifentemperatur und Sichtverhältnisse. Es ist schwierig, die Distanz zu anderen Autos einzuschätzen, wenn man durch das Spritzwasser der Pirelli-Regenreifen fährt. So, ja, und da sind wir am Grid. Ja, wie ihr seht, das soll halt das ganze Rennen durchregnen. Ja. Mal schauen. Ich glaube, ja. Das Problem war, glaube ich, am Ende wirklich bei diesem Setup die Aufhängung, Suspension. Weil das irgendwie. Ja, wie gesagt, nachher, ich habe jetzt nochmal im Nachhinein ein anderes Setup probiert. Da hat das mit einer anderen Aufhängung auf alle Fälle schon um einiges besser geklappt. Ja, ich glaube, mit meiner Negativität wisst ihr schon, dass das Rennen wirklich eigentlich eine reine Katastrophe war. Gehen jetzt aber trotzdem erstmal auf die Einführungsrunde. Ja, aber das Rennen war nicht wirklich schön, mit diesem Setup zu fahren. Geht jetzt erstmal hier, also auf die Runde. Die Einführungsrunde sind schon am Ende. Magnussen und Hülkenberg hatten ja auch beide Strafen, deswegen die Haas hier beide jetzt vor uns noch. Wir schauen einfach mal, weil ich bin mit diesem Setup wirklich nicht sehr positiv gestimmt, dass das noch groß was wird. Das werde ich auf alle Fälle bei kommenden Rennen nochmal anders machen müssen mit dem Regen-Setup. Aber das Parken hat gut geklappt. Dann sind wir schon bei 3, 4,
5 roten Lichtern und dann geht's auch rein in dieses Rennen. Der Start ist noch ganz okay, können uns jetzt erstmal auf der Innenseite platzieren für Kurve 1, gehen da schon einmal an Hülkenberg, De Vries, vielleicht Magnussen auch noch vorbei, hier müssen uns ein bisschen innen durchzwängen, sind jetzt hier Seite an Seite mit Magnussen, das ist schon mal kein Problem. Ich habe noch ein bisschen was am Setup verändert in der Hoffnung, dass das noch etwas hilft, aber ich merke schon hier durch die Kurve, nein, also ja, ihr seht, auch im Regen ist dieses Setup wirklich eine reine Katastrophe. Wir kommen einfach nicht durch die Kurven in diesem ersten Sektor und dadurch haben wir jetzt schon wieder Magnussen direkt hinter uns. Geht denn jetzt hier auf die Start, auf die Startzielgeraden, sag ich schon, auf die lange Geraden, auf die lange Gegengerade. Und Magnussen, guck mal, auch selbst auf der Gerade sind wir langsam. Also wir haben keinen Speed in den Kurven, keinen Speed auf der Gerade, wir sind einfach überall langsam. Am Bremsen auf die Kurve. Und wir verlieren das Auto. Oh Gott. Wir verlieren das Auto. Und sind raus. Wir schauen uns das hier nochmal an. Und jetzt. Also erstmal, ich spam ERS. Und Magnussen kommt trotzdem an uns ran. Und ihr seht, ich bremse aber so viel früher, als was ich eigentlich bremsen soll. Und trotzdem verliere ich das Auto völlig. Völlig unter der. Unter dem Bremsen. Also, ja, ich weiß nicht. Dieses Setup ist einfach unfahrbar. Ja, und ich glaube, das war echt mal ein recht kurzes Rennen. Ein sehr, 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 sehr kurzes Rennen. Ja, ist mir insofern jetzt ein bisschen wurscht, weil wir wissen, dass wir hier eh nichts gerissen hätten. Aber, ja, jetzt also auch noch das Auto in einer halben Runde weggeschmissen. Ja, ein sehr großer, sehr, 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 sehr kurzer Grand Prix, den wir hier hatten. Ja. Dementsprechend auch der Part heute nicht allzu lange. Hoffen mal, dass beim nächsten Rennen wieder besser läuft. Ja, Red Bull freut sich, also anscheinend ein Red Bull-Fahrer gewonnen, ist bloß die Frage, wer. Und ja, große Überraschung, da ist die Chance auf 99:1. Es ist Max Verstappen, der hier wieder gewinnt. Nachdem Leclerc ja letztes Mal in Baku seine Serie gestoppt hat. Das Red Bull-Team freut sich hier. Darüber, über diesen Erfolg des zweifachen Weltmeisters. Und ich glaube, wenn er so weiterfährt, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass er sowohl in Real Life als auch hier in dieser Serie diese Saison seine dritte Weltmeisterschaft sich einfährt. Ist höchstwahrscheinlich tendenziell nur Formsache, dass er das schafft. Wir freuen sich alle beim Red Bull Team. Da wird ein bisschen Champagner geduscht. Musik gibt es auf dem Podium schon gar nicht mehr. Da sieht man auch mal, dass dieses Game immer noch so ein paar Bugs hat. Ein paar mehr teilweise auch. Aber ja, ein Hoch auf Red Bull anscheinend. Sehen also sogar Red Bull Doppelsieg. Verstappen gewinnt also von 2 aus. Perez 4. Leclerc kommt nur auf 3 von der Pole Position aus. Und ja, wir haben halt diese DNF zusammen mit Carlos Sainz, der anscheinend auch irgendwann mitten im Rennen mal mit einem Motorschaden raus ist. Damit ist jetzt Verstappen mittlerweile schon mit 41 Punkten Vorsprung erster, auch Red Bull führt. Und ihr seht an der Schnelle, wie ich das gemacht habe hier, ich war echt ein bisschen angepisst einfach von den, ja, schlechten Setup etc. Ja, aber wie gesagt, ich habe danach nochmal mir ein Setup für jetzt F1 23 Regen Miami Internet geholt und das hat schon um einiges besser geklappt. Aber wie gesagt, ich bin natürlich auch noch ein bisschen in der Lernphase hier. Ich lerne aus meinen Fehlern. Wird hoffentlich dann beim nächsten Mal, falls ein Regenrennen kommt, nicht so sein. Beim nächsten Mal geht's nach Imola. Mal schauen, wie das denn wird. Das ist sicher auch eine gewisse Regenwahrscheinlichkeit mit dabei. Aber ja, dann soll es das trotzdem erstmal mit diesem Part gewesen sein. Wie gesagt, tut mir leid, dass er so kurz war, weil dieses Rennen war echt eine Katastrophe. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es dann nach Imola geht. Bis dann, Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.